Hallo ihr Zombies und Zombien und hallo YouTube, ich bin der Chris Wayfield und begrüße euch zu einer weiteren Folge Let's Play Resident Evil 2 Remake. Ja, wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt mit Ada unterwegs. Leon wurde angeschossen, als wir Annette stellten und machen jetzt sozusagen quasi wie im Original Adas Part, der aber recht länger geht und ein bisschen mehr bietet als im Vergleich zum Original. Ich bin mal gespannt, was uns jetzt noch erwartet, beziehungsweise wie lange jetzt diese Sequenz noch geht. So, wir haben hier gerade noch Alette entdeckt, die jetzt hier unterwegs war. Hier ist nichts. Hier ist sie durch, ne? Ja, genau. Nee! Komm schon, der kommt. Oh Gott. Fuchster Mist. Oh, nee, 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 nee. Schnell weg. Ist hier irgendwo... Kann ich nochmal runter? Sind die Zombies gleich hier? Natürlich nicht. Großartig. Okay, von rechts haut er, das heißt, die kommen am besten links vorbei. Moment, wir haben noch eine Blendkarte. Geh bitte auf! Nee. Okay, was mir jetzt bleibt ist... Nee, nicht hier blenden. Wir brauchen Zeit. Das heißt, ich gehe nochmal weiter zurück, blende ihn hier hinten und renne dann ganz schnell wieder zurück und aktiviere, was immer auch dort zu aktivieren ist. Oh Mann, Junge. Das ist die einzige Chance, die wir jetzt haben. Hier haben wir auch genug Platz, um auszuweichen. Nein! Natürlich sind wir jetzt auch extrem langsam. Aber gut, es hat uns ein bisschen Zeit verschafft. Ein bisschen. So. Zack. Ich hoffe, ich kann jetzt hier... Komm, 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 bitte. Mach's gut, du Trottel. Ich hoffe, ich habe jetzt die Klappe nicht zu weit aufgerissen. Puh. Okay, da geht's hoch. Was gibt's hier hinten? Boah, volle Kanne erwischt. Ist der Raccoon? Nein. Okay. Ja, wow. Okay. Haben wir es halbwegs überlebt, ne? So gut es halt ging. Wir können hier speichern. Na, ich hoffe, dass es jetzt hier ein Checkpoint gibt. Ein Checkpoint, Freunde. Ich hoffe, dass es hier ein Checkpoint gibt. Nee, gibt es wohl nicht. Hihihi. Das war eine Mr. Raccoon-Figur. So. Okay, es ist auch krass, wie man die Treppen aufsteigt, ne? Also, wow. Zack, zack, zack.
Septemberinspektion zweite Woche. Mit dem frisch eingetroffenen neuen Armband können wir endlich mit unserer Inspektion des Abrissgeländes beginnen. Was den Bericht von neulich über den Verbrennungsofen angeht, so ist alles in Ordnung. Wahrscheinlich ist das nur Sperrmüll. Ich werde nach Abschluss dieses Berichts mal einen Blick drauf werfen. Verbrennungsofen, ja, das gefällt mir gar nicht. Ich komme jetzt Mr. X und wir dürfen ihn hier irgendwie reinlocken und dann verbrennen. Oh, die sind schwer verletzt. Ah, wir hatten da oben zumindest einen Checkpoint gehabt. Ich hab's gesehen. Ah. Komm jetzt hier. Nee. Ach, wir brauchen jetzt hier ID-Armband. Alles klar. Natürlich befindet er sich da. I'm not the only one after it. You realize that. And you won't die alone. Krass. Ich mach jetzt einfach irgendwie. Ah, okay. Drei dieser Kasten, die jetzt irgendwie gelenkt werden müssen. Jetzt nochmal. Jetzt dürfen wir wahrscheinlich wieder zurück. Nee, zack, 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 zack. Hier. Und komm schon. Oh. Aber wirklich knapp, wir müssen die Zeit. Ich hasse es, wenn es um Zeit geht. Ich hasse es. Visitor clearance confirmed. Your ID is authorized until October 1st. Please return before this date. Not gonna happen. Da geht's weiter. Ach, das ist hier, wo man im Original wahrscheinlich Leons Dings findet. Die Erweiterung für die Schrot, ne? In der Kanalisation. Kurz bevor diese Location da anfängt, wo man auch im Resident Evil Zero ist, wo diese Plattform ist, diese Drehplattform für diesen Güterzug, ne? Wo mein Lieblingstrack läuft, Marshalling Yard heißt es. Der Original-Soundtrack von Resident Evil 2, den ich bisher hier noch gar nicht gehört habe. Zumindest hier im Remake. Und da ist man noch an der Stelle mit Resident Evil Zero mit Rebecca, wo man dann halt gegen diesen Prototyrant kämpft, ne? Mit der Plattform nach unten fährt und im Güterwaggon und im Güterzug und man auch im Eingangsbereich des Labors ist. Jetzt sind wir jetzt schon weiter, weil die Kanalisation war jetzt recht kurz. Oder auch nicht. Enough with this cat and mouse game. The game is over. You lost. Tell me, is your husband still alive? Did you kill him so you could take credit for G? Interesting theory. If you don't cooperate, I'll get a sample from the nest over my dead body. Oh, shit. Ah!
Where's Leon when I need him? Ada? Damn it. Ada, where are you? Man sieht, dass das Blut schon recht trocken ist an Leons Schulter. Ich kann es so besser sehen. Ja, ganz leicht. Also er muss schon mindestens ein paar Stunden hier rumgelegen haben. Ich würde sagen, bevor wir jetzt mit Leon weitermachen, machen wir hier einen Cut. Das ist ein perfekter Zeitpunkt. Da haben wir eine ganze Folge nur für Ada aufgezeichnet. Und hoffe, dass euch dieser Part gefallen hat. Ich bin der Chris Renfield und bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.